Und Brunhilde, was hältst du davon? Seltsam, scheußlich. Waren da Bomben dran? Das war eine Bombe. Aber jetzt ist keiner drin, oder? Jetzt ist keiner drin. Bomben sind nicht gut. Da gebe ich dir recht. Unsere heutige Tour führt uns von Jönnecker über einen malerischen Weg an der Küste entlang zu Femøre Fortet. Femøre Fortet oder Femøre Battery ist eine Befestigungsanlage an der schwedischen Ostküste, im Kalten Krieg gebaut zur Verteidigung gegen Angriffe der Russen. Erst aber ein paar Aufnahmen von der Natur, dann mehr zum Fortet. So, wir stehen jetzt auf dem Parkplatz bei Femøre Fortet. Femøre Fortet wurde gebaut zwischen 1964 und 1966 als Verteidigungspunkt im Kalten Krieg gegen den Angriff der Russen. Wir gehen jetzt einfach mal den Weg hoch. Heutzutage ist dieses Fort ein Teil eines Naturreservats. Und mit dabei haben wir heute wieder Brunhilde. Hallo. So, auf geht's.
Wenn man sich das heute anguckt und überlegt, dass diese Kanonen Reichweite haben von ungefähr 13 Kilometer, dann fragt man sich, was man sich damals gedacht hat. Gleichzeitig fragt man sich, was ist, wenn die Diktaturen, die heute die Macht übernommen haben, tatsächlich ihren Kalten Krieg wieder einrichten. Kunst und Technik zu dem Zeitpunkt war natürlich auch die Anlage so in der Natur aufgehen zu lassen, dass es nicht auffallen würde. Während die Bevölkerung hier in der Umgebung durchaus gewusst hat, dass hier eine Militäranlage war. Flugkörper zur Langstreckenabwehr oder Mittelstreckenabwehr. Heute würden wir das als Drohne-ähnlichen bezeichnen. Diese Flugkörper wurden von der Firma Saab verliehen und waren fast 6 Meter lang mit einer Spannweite von etwas über 3 Meter. Insgesamt 900 Kilo. Eine Reichweite von 70 Kilometer und eine Fluggeschwindigkeit von gut 900 Kilometer die Stunde. Und Brunhilde, was hältst du davon? Seltsam, scheußlich. Waren da Bomben dran? Das war eine Bombe. Aber jetzt ist keiner drin, oder? Jetzt ist keiner drin. Bomben sind nicht gut. Da gebe ich dir recht. Die Kamera läuft.
Tja, jetzt sitzen wir hier am Femmer Fortet. Irgendwie eine komische Vorstellung, dass unter unseren Füßen eine Verteidigungsanlage war. Immer noch ist, aber nicht mal als Verteidigungsanlage. Und ja, komisch, dass man da jetzt hinläuft und guckt und bestaunt. Und wir machen sich Gedanken über, wie es im Moment in Europa aussieht, wie es in der Welt aussieht mit Figuren wie Putin, Erdogan, Trump, Orban in Rumänien. Für mich umso wichtiger demokratische Prinzipien zu verfolgen und zu leben in einem Spannungsfeld zwischen, was muss eine Demokratie tolerieren an extreme Meinungen und wo müssen die Demokraten aufstehen und sagen, das wollen wir nicht. Mit Gewalt kann man die Veränderung nicht herbeiführen, mit Verbote kann man die Veränderung nicht herbeiführen. Man muss in den Köpfe der Leute rein und das kann man nur, indem man Demokratie vorlebt. Da hörte ich letzte Woche eine interessante Bemerkung von jemandem aus der ehemaligen DDR. Ein Stasi-Agent, der nach der Wende selbst vor Gericht kam und da ein Gerichtsverfahren hatte und sagte, er war erstaunt, mit welcher Rechtsstaatlichkeit man auch dieses Unrecht, was wir begangen haben, begegnete. Und fügte hinzu, er war sich sicher, dass wir, sprich die Stasi, die DDR, das nicht so gemacht hätten. Und ich denke, das ist ein Zeugnis, das kann Leute zu Demokraten machen. Deswegen vielleicht auch so ein Ort wie hier, nicht nur als Schauplatz für Militärisches, sondern auch als Platz zum Erinnern und zu gedenken an die, die schon damals für eine Demokratie gestritten haben.